Ashcroft. So, unsere nächste Sprecherin heißt Louise Ashcroft. Sie arbeitet mit Performances, Schreiben, Radio, Teilnehmen, Performances. Sie beschreibt ihre Arbeit als einen Versuch zu disruptieren oder zu unterbrechen die etablierten Strukturen. Sie hat Skulpturen studiert und Kunst studiert, war schon in BBC, war in verschiedenen Städten unterwegs. Sie ist eine Co-Founderin oder Gründerin. War im College, also ein bewegter Lebenslauf. Heute ist sie, wie erwähnt, hier mit ihrem Talk oder ihrem Vortrag Speaking Fiction to Power, also den mächtigen Fiktionen erzählen. Hallo, funktioniert das? Also ich hätte gern, dass jeder hier ein Objekt findet, das ihr in eurer Tasche oder in eurer Hosentasche habt und das einfach nur hochhaltet, ganz egal, was ihr habt. Das Interessanteste, was ihr habt, es muss aber nicht so interessant sein, es wird wahrscheinlich nichts wahnsinnig Ungewöhnliches sein. So, und dann dachte ich, könnten wir versuchen, die irgendwie zu verbinden und dann eine Geschichte daraus zu machen. Also wir haben hier ein Foto von dir, wie du einen Hund umarmst. Hat das noch jemand? Dann ein Buch, The Last Drop, Politics of Water. Also würdet ihr jetzt einem Hund den letzten Tropfen Wasser geben, anstatt es selber zu trinken? Also wer kommt zuerst? Ihr oder der Hund? Also hat was mit Hunden, was mit Wasser. Was ist das? Es ist ein Messer, okay. Etwa ein relativ kurzes Messer. Wird der Hund gegessen? Also das ist jetzt ein apokalyptisches Szenario so langsam. Irgendwas passiert mit dem Messer. Und es ist nur ganz wenig Wasser übrig. Da sind jetzt Tabletten. Wir haben ein paar echt tolle Objekte hier. Ich habe jetzt irgendwie Wasserflaschen erwartet. Okay. Laktase. Also damit kannst du jetzt Milch trinken. Wenn du sie nicht hast, kannst du das nicht trinken. Ich wusste gar nicht, dass das existiert. Also jetzt haben wir Wasser und das. Vielleicht passiert da eine chemische Reaktion, wenn wir noch was hinzufügen. Was ist das? Ah, Instant-Tee, Krümeltee. Ist also sehr, sehr sauer. Na, vielleicht irgendwas Chemisches. Vielleicht wollen wir ein neues Material herstellen. Was ist das? Sind das Ohrenschützer? Die helfen, den Geräusche des Hundes auszublenden. Was immer wir mit den Chemikalien dem Hund angetan haben, naja, vielleicht wird der Hund gerade ein bisschen lauter und hat einen Trip. Vielleicht was Psychologisches, vielleicht was Physisches. Ein Inhalierer, um Dinge dann wieder zu beruhigen vielleicht. Und was ist das? Ein Reflektor. Also ein Reflektor für ein Pferd. Also jetzt haben wir einen Hund und ein Pferd. Und jetzt brauchen wir noch zwei mehr Sachen, sonst wäre das jetzt schon alles. Und ein Hammer. Und was ist das? Ein anderer Hammer oder ein Schraubenschlüssel? Kann bitte irgendjemand hier Arbeit machen? Was könnte man damit machen? Vielleicht Reflexe testen des Hundes, bevor er irgendwie auf seine Exkursion geht oder seinen Trip. Und damit können wir vielleicht seine Gelenke wieder enger fassen. Und das, was ist das? Ach, das ist eine Mütze. Und damit fliegt der Hund vielleicht und hat noch seinen Reisepass dabei. Naja, wir müssen diese Geschichte jetzt auch gar nicht zu Ende bringen. Das könnt ihr später auch selber machen oder in euren Köpfen. Ich wollte jetzt nur mal zeigen, dass man so eine Geschichte Open Source machen kann. Und vielleicht kann das ja auch jemand filmen oder dann online stellen und wir können später darüber reden. Und ich mag diese Idee, ein Publikum zu hacken. Und wenn ich das jetzt so sage, dann benutze ich das natürlich falsch und sehr oberflächlich, wie das jemand macht, der wenig Ahnung von der Materie hat. Und es tut mir jetzt leid, wenn ich diese sehr oberflächliche Idee von Hacking benutze, also sehr unspezialisiert, also als Künstler.
oder als Künstlerin. Ich bin sehr, sehr involviert mit physischen Dingen. Und ich wollte viele Dinge bringen und dann habe ich festgestellt, dass ich die gar nicht mitbringen kann in meinem Gepäck. Und ich wollte eigentlich Pfannen mitbringen. Und deswegen habe ich Objekte von euch ausgeliehen und das war jetzt viel besser als meine. Und ich benutze gerne diese Gegenstände, um zu üben. Und das benutze ich, um in öffentlichen Räumen einfach zu intervenieren und ja, normalerweise kommen die meisten Leute oder sehr viel Kunst von einem großen kommerziellen Bereich und versuchen das Individuum zu ändern. Meistens geht das schief, aber vielleicht schaffen sie es für eine kurze Zeit. Und das ist jetzt eine Taktik der Anarcho-Comedy. Und wir versuchen einfach Momente der Verwirrung zu schaffen und das kann etwas sehr Mächtiges sein. Also in der oberen Ecke, ich habe angefangen, die Oberfläche von Mayfair zu sammeln. Und das ist ein Areal in London. Und das gehört einem sehr wohl dem bekanntesten oder dem begehrtesten Junggesellen der UK. Und dem gehört das und ich habe da einfach Dreck und Erde gesammelt und das an diesen Mann geschickt und der wohnt in Chester. Und der wird jetzt diesen ganzen Mist empfangen in der Post, um diesen Mayfair zu physikalisieren, fassbarer zu machen, was für ihn eigentlich nur ein Tabelleneintrag ist. Und damit kann man jetzt viel mehr einen Landbesitzer direkter mit der Erdigkeit dessen verbinden, was er da besitzt. Und England ist ja oft, hat ja oft eher so eine so die Aura einer Aristokratie und reicher Personen und Privatschulen, die verwirrenderweise öffentliche Schulen heißen. Und sehr viel wurde einfach schon an große Firmen verkauft und Hedgefonds und Rentenfonds. Und das wird eigentlich kontinuierlich schlimmer. Und dieses Gemüse hier, das war bei einer Intervention, wo ich mache solche Sachen, da sehe ich die am ungewöhnlichsten aussehenden Gemüsesorten kaufe bei einem lokalen Markt. Und dann gehe ich in den Supermarkt und ich versuche dieses Gemüse dann nochmal zu kaufen, ganz normal mit meinem restlichen Gemüse und der Kassenmitarbeiter weiß dann gar nicht, was es ist. Und dann geht das so die Kette hoch, die ganzen Mitarbeiter bis hin zum Filialleiter, die wissen alle nicht, was das ist. Und dann habe ich schon versucht, mal den Hauptmanager zu finden, der für Essen zuständig ist. Aber was ich wirklich machen wollte, war, dass ich diesen Automatismus, diesen mechanischen Weg, wie Dinge normalerweise funktionieren, zu nehmen und das zu öffnen und Gespräche zu starten. Und um den Menschen dann eigentlich ihre Handlungsfähigkeit zurückzugeben. Und die Gespräche waren dann hauptsächlich darüber, was das für eine Spezies oder was für eine Art Gemüse das jetzt ist. Und ich habe sehr viel Geld darauf verbraucht, dieses Gemüse dann mehrmals zu kaufen im Endeffekt. Dann bei den großen Supermärkten habe ich sehr viel Geld dafür ausgegeben. Und dann trage ich es einfach nur mit mir herum. Und ich trage sehr viele Dinge herum, die sehr unschön sind oder langweilig und ein bisschen dreckig. Und das ist einfach eine ästhetische Frage. Und meistens ist das mehr für mich. Hier in der oberen Ecke. Manchmal, wenn ich mich sehr, sehr machtlos fühle, dann grabe ich einfach ein kleines Loch in den Boden und packe meinen Kopf rein. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ich die gesamte Erde als einen Hut trage, einen riesigen Hut. Andere Dinge sind jetzt mehr greifbarer und haben mehr einen politischen Einfluss. Zum Beispiel sind hier Samen, die Fledermäuse anlocken.
weil es dieses Gesetz gibt, dass es verbietet, Gebäudearbeiten durchzuführen, wenn Fledermäuse anwesend sind. Und wenn man jetzt diese Fledermäuse in Gebäude bringt, die gerade dabei sind, renoviert zu werden oder vielleicht gentrifiziert zu werden, was gerade sehr viel passiert in London, so ziemlich jedes Industriegebäude, dann helfen diese Fledermäuse den Künstlern dabei, gegen die Gentrifizierung zu kämpfen. Beziehungsweise sie ersetzen den Künstler ein wenig im Kampf gegen die Gentrifizierung. Also ich mache mich damit überflüssig. Und dann habe ich schon angefangen, Gürtel mit Erweiterungen zu basteln. Und dann bin ich in die U-Bahn gegangen und habe versucht, Menschen davon abzuhalten, eine große Menge zu bilden. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Die Leute haben das einfach sehr schnell zusammengeschoben. Stattdessen trage ich jetzt diese Maske und das funktioniert besser. Die Leute halten sofort 2 Meter Abstand. Und dann sieht man hier noch ein bisschen Parfüm. Das ist jetzt sehr stereotypisch feminin. Das trage ich einfach mit mir herum und das sprühe ich dann auf alle Statuen in London. Also wenn ihr jetzt nach London kommt und ihr riecht an den Statuen, dann wird dieses macho-patriarchatische Steinwesen einfach sehr weiblich riechen. Und das ist jetzt wirklich keine große Sache, aber es erzeugt einfach Momente, die diese Strukturen, die schon da sind, einfach ein wenig stärker beleuchten. Und ich denke, dass dieses Bouquet, also ich mache jetzt häufiger solche Blumensträuße oder Blumenbouquets und dann packe ich sie in Banken oder in Hotels oder in kooperative Displays, also wo die einfach ihre Macht auch demonstrieren und dann ja, platziere ich die da. Ich zeige auch ganz gern und dieser Fotografie-Handschuh ist eigentlich nur, um mich zu erinnern, ans Zeigen und auf Dinge deuten. Und man kann dadurch, dass man auf Dinge zeigt, eine Menge Spannung erzeugen in dem öffentlichen Raum. Und Dreijährige machen das irgendwie die ganze Zeit und wir vergessen das aber, wenn wir erwachsen werden, dass auf etwas deuten sehr mächtig ist. Und manchmal mache ich einen Spaziergang, starte in Greenwich in London und dann laufe ich zu den Docklines, wo die ganzen großen, riesigen Gebäude sind in Canary Wharf. Und diese Gebäude, die wollen eigentlich, dass man sie anschaut. Die sind sehr herausragend. Und dann laufe ich auf sie zu, eine Meile weit oder so. Und ich sehe es die ganze Zeit und ich deute auf dieses Gebäude. Also es ist die ganze Zeit sichtbar und es beansprucht sehr viel Aufmerksamkeit in der Skyline. Und dann laufe ich darauf hin. Und irgendwann wird früher oder später immer ein Security-Mensch da sein und meinen Finger bedecken. Und mir ist klar geworden, dass dieser Mensch wohl dachte, dass es ein terroristischer Angriff oder eine Drohung war. Und ich habe herausgefunden, dass wenn man sagt, ich bin ein Künstler, kommt man mit sehr viel mehr durch, weil man anfängt, dieses Konzept dem Security-Menschen zu erklären. Und die haben sehr wenig Erfahrung damit, mit philosophischen Fragen umzugehen, die man sie dann fragt. Dafür gibt es kein Protokoll. Und deswegen fange ich einfach an, interessante Gespräche mit diesen Leuten zu haben, die Security sind in diesen Umgebungen. Und dann haben sie einen kreativen Moment in ihrem Tag, nehme ich mal an. Und dann ist natürlich eine gute Strategie, dass man einfach bewusst naiv ist, um die Realität ein bisschen zu hacken, weil der Idiot einfach sehr mächtig ist. Für jetzt hunderte von Jahren haben Clowns oder Hofnarren im Dienste von Königen gestanden, um einfach ihnen einen Spiegel vorzuhalten. Und der Hofnarr ist eigentlich so ein Gegenstück zur Macht.
Und ich sage diese Dinge dann immer wieder bei Auftritten und bei Comedy-Auftritten. Und ich wollte das jetzt eigentlich auch nicht aufnehmen. Also ich wollte nicht, dass ich dabei mich aufnehme, weil das ist irgendwie, als wäre es nur ein Video davon, dass Leute mir zuschauen, wie ich etwas Komisches mache. Ich wollte eher, dass es ein Gerücht ist, dass es mehr ein Rezept wird, dass andere Leute das nachmachen können. Und dass jeder denkt, dass ich das ja auch machen könnte. Und ich brauche wirklich all die Hilfe, die ich bekommen kann. Wenn ihr also jetzt alle solche kleinen Gesten machen könnt und vielleicht eure eigenen findet, das wäre super. Und hier erzähle ich ein paar Leuten irgendwas. Eine andere Geste, die ich gemacht habe. Ein Freund von mir hatte eine Ausstellung in ihrem Haus und ich habe dann einen Teil ihres Teppichs genommen und habe angefangen, kleine Bereiche außerhalb zu okkupieren. Das ist jetzt in der Threadneedle-Straße und da zwischen zwei Banken habe ich einfach ein kleines Stück Land in Anspruch genommen und in Besitz genommen in gewisser Weise. Und zwischen zwei Gebäuden müssen einfach kleine Lücken sein. Da gibt es irgendwelche Planungsregeln. Und diese Plätze zwischen Orten werden dann einfach Orte, wo Leute rauchen oder auch Obdachlose leben. Und das habe ich jetzt einfach mit diesem mit dem Teppich in Anspruch genommen. Und ich mag solche Orte, die einfach ein Magnet sind für Minderheiten, für unterdrückte Menschen. Und ich möchte das gerne hervorheben und irgendwie wieder beanspruchen. Das sind ja irgendwie auch die einzigen kleinen Fleckchen an Platz, die noch übrig sind, weil alles andere so den großen Firmen gehört. Und das hier war eine kleine Geste, wo ich ein Stückchen Land von allen möglichen Plätzen an London gesammelt habe, hauptsächlich von ehemals öffentlichen Flächen, die jetzt privatisiert wurden. Und dann habe ich das an die internationalen Landbesitzer verschickt, die wahrscheinlich noch niemals dort waren, dass die jetzt plötzlich ein Stückchen King's Cross vor sich haben. Oder auch diesen Besitzer in Katar, der noch nie da war. Es hat sehr viel Geld gekostet, dieses Stückchen Erde zu verschicken, aber es ist für einen guten Zweck. Damit diese Leute einfach ein Stück des Landes, das ihnen gehört, bekommen. Ich möchte die Absurdität, diesen Schwachsinn, der dem innewohnt, offenlegen, dass jemand ein Stück Land besitzen kann. Und viele Leute sagen, ja, man will ja nicht zu extrem sein, man möchte ja in der echten Welt leben, das ist die Realität. Also es ist einfach so, dass Jeff Bezos mehr besitzt als einige Länder zusammen. Das ist einfach, wie die echte Welt ist. Aber ganz ehrlich, wenn wir mal drüber nachdenken, in einem komödiantischen Weg, es ist eigentlich wirklich lächerlich, also eine lächerliche Idee, dass eine Person so viel besitzen kann. Ich habe auch Ausstellungen in großen öffentlichen Galerien gehabt und da habe ich dann auch Fanmail gekriegt von öffentlichen Schulen, die vorher vielleicht noch nie in einer Galerie waren und die sind dann hingekommen, um es zu besuchen. Und ich war einer von wenigen lokalen Künstlern, die dann für ein Jahr mit einer Schule zusammengearbeitet haben. Und ich habe dem Prime Minister geschrieben, dem ehemaligen Prime Minister. Und wir haben dann die Zeitung des Tages, die Tageszeitung genommen und haben schwachsinnige Stories aus den Texten gebastelt. Und dann haben wir sie den Prime Minister geschickt. Und die Schüler sind mit sehr schwachsinnigen und sehr, sehr düsteren Geschichten aufgekommen. Und das war eine sehr, sehr edle Mädchenschule eigentlich. Und hier sind die ganzen Namen der Mädchen, die daran teilgenommen haben. Und dann habe ich sie gefragt, ja, denkt ihr, dass diese Verwirrung vielleicht politisch sein könnte oder werden könnte? Und dann haben sie gedacht, ja, also wir finden die Galerie jetzt schon sehr verwirrend und wir verstehen es nicht wirklich und deswegen fühlen wir uns auch dumm. Und danach haben wir mehr über die Verwirrung gesprochen und wie sie damit umgehen können und wie sie das mit Kunst verbinden können. Und jede Gruppe hat dann doch schlussendlich beschlossen oder entschieden, dass Verwirrung
inhärent oder in sich schon einen Widerstand trägt. Und dann haben sie überlegt, was bedeutet es jetzt, dass mehr Geld für Bildung ausgegeben werden soll? Und das ist keine passive Rolle, die sie da einnimmt, das ist schon ein sehr aktiver Gedanke. Und ich denke, dass Vielseitigkeit und Unklarheit und Verwirrung, dass das schon eine sehr starke anarchische oder eine starke humanitäre Anarchie in sich trägt. Und ich habe auch diese kleinen Taschendreiecke gemacht oder Taschentücher. Und man sieht es nicht besonders gut, aber da war auch ein Jugendgericht, wo die ganzen Jugendlichen hingehen, um ihre Verfahren zu haben. Und die haben ihre Namen da in die Türen geritzt, wenn sie rausgegangen sind, um zu rauchen. Und ich habe das fotografiert, das hat mir gut gefallen. Das waren kleine, unanständige Akte des Widerstands, auch wenn es jetzt wirklich hier im Gericht schon war. Und ich habe das dann an den neuen Repräsentanten des Rats geschickt, der gerade ein neues Team eingestellt hat, weil die Ergebnisse der Jugendarbeit einfach so schlecht waren. Deswegen haben sie neue Leute eingestellt, die ein wirkliches Vermögen verdienen, die extrem teure Anzüge tragen. Und dann dachte ich, die könnten doch vielleicht so ein Anzugsdreieck gebrauchen, um das dann wirklich als ständige Erinnerung zu haben, wie physisch das eigentlich ist, was es da bedeutet, so ein machtloser oder unbeachteter Jugendlicher zu sein in diesem Areal. Das ist jetzt ein kleines Stück, das ich hatte in Investopedia, in einem Urban Dictionary, also urbanen Wörterbuch. Und hier habe ich einfach nur zwei verschiedene Definitionen nebeneinander gepackt. Oft benutze ich Collage als oft mache ich Collagen und das ist jetzt eine Collage, die einfach als Konzept zwei Dinge zusammenpackt, die nicht so ganz zusammenpassen. Und was passiert, wenn man die nebeneinander liest? Und ich weiß nicht immer, was passiert. Und teilweise ist es einfach sehr entfremdend, wenn man sehr spezialisierte Sprache benutzt. Und wir haben jetzt einfach die spezialisierte Sprache entfernt. Und dann wird es plötzlich viel zugänglicher. Und ich wollte hier wirklich offenlegen, wie der Humor eigentlich darin ist. Wir können sehen, dass der Slang sehr viel humorvoller ist und verspielter ist. Aber außerdem, es wird dadurch auch irgendwie nonsensical oder es verliert an Bedeutung. Und ich fand es sehr ironisch, das beide dazu zusammenzunehmen. Und ich wollte auch die Macht vom Investmentbanking wegnehmen, indem ich das auf eine Augenhöhe stelle mit diesem Slang. Queering, Fragen und den Verwirrung, den Kapitalismus, darüber haben wir schon geredet. Das ist das Queering oder Queeren von kommerziellen Orten. Ich habe ein Projekt in einem Einkaufszentrum gemacht, unoffiziell, aber ich habe ein paar Wochen, Monate da in diesem Einkaufszentrum verbracht und habe meine Projekte angeboten und die haben diese Wanderung durch die Gänge gemacht und das war fast ein Studium für kreatives Schreiben. Das war Schreiben, sich in Kostümen einkleiden, beschreiben, wie man sich vor 100 Jahren da gelebt hätte, als es ein Landwirtschaftsgebiet war. Wir haben einen Vertrag mit einem lokalen Rapper gemacht. Der Ort, wo er früher gerappt hat, gab es nicht mehr, weil das Aufnahmestudio, das vorher da war, herausgeschoben wurde. Und wir haben sinnlose Briefe an die CEOs von einigen dieser Shops geschrieben. Es gibt ein Tattoo auf dem Bein, auf dem Bild da oben, das sagt, vertraue niemandem. Ich habe Sachen gemerkt, die ominös waren, von dem Marketing fast schon apokalyptisch. Aber
Tattoo, die bei KMX arbeitet, hat eine Art von aufgerissener Erde im Hintergrund als stilistischer Hintergrund. Und je mehr ich da hineingeguckt habe, desto apokalyptischer fand ich es. Und dass die T-Shirts waren auch eine Quelle der Inspiration. Ich werde darüber in einer Sekunde noch mehr erzählen. Ich habe ein Mallgame, ein Einkaufszentrum-Spiel gemacht. Ich konnte das Logo des Einkaufszentrums so verändern, dass ich dieses neue Logo kriege, das Westfield Einkaufszentrum. Und diese Spiele habe ich ausgeteilt und die waren Anleitung dafür, wie man das Einkaufszentrum in einer anderen Art und Weise verwendet. Und die habe ich dann in der Einkaufszentrum ausgeteilt. Ich habe da noch viele Kopien von. Wenn ihr es haben wollt, dann schickt mir einen Brief, aber macht schon mal einen Rücksendestempel, Briefmarke drauf, weil ich habe da schon viele Anfragen und es wird langsam nervig und teuer. Die Akzelerationismus, also den Kapitalismus dadurch zu zerstören, das immer weiter ins Extreme zu treiben, ganz viele Kreditkarten zu nehmen, alle bis aufs Maximum auszureizen und das von vorne zu machen, also alles, was der Kapitalismus will, von einem will zu machen, aber bis ins Extreme zu drehen. Wenn man dasselbe im Einkaufszentrum macht und das alles im Einkaufszentrum macht, aber nicht nach draußen bringt, dann macht man das, was sie machen wollen, aber nicht das letztendliche, alles bis auf das letztendliche Ziel. Man gibt keinen Profit an die Besitzer der Geschäfte. Und diese Lücken in den Regeln des Kapitalismus auszunutzen und zu finden, ist, was ich mache. Und während ich da war, habe ich festgestellt, dass es sehr viele T-Shirts gibt mit Sätzen auf ihnen. Und neben dem Einkaufszentrum war eine Bootsgemeinschaft in dem Dorf Leed, das im olympischen Dorf in Stratford ist. Und ich habe erkannt, dass diese beiden Mottos oder diese beiden Logos sehr ähnlich sind. Und flüssiges Mittagessen und ich bin da in einem Prosecco. Und das ist irgendwie eine Statement für den Feminismus, der aber von H&M verkauft wird und in irgendwelchen Billigfabriken hergestellt wird. Es gibt Namen von Booten, an die man nie gedacht hätte. Und es gab sehr viele T-Shirts, die trotzdem ähnlich waren. Wenn man einmal die Verbindung gezogen hat, dann fangen sie auf einmal überall an zu erscheinen. Ich habe einen Workshop mit lokalen Leuten gemacht, wo wir Slogans des Shopping Centers, des Einkaufszentrums in diesem traditionellen Style gemalt haben, um den schnellen Rhythmus zu verlangsamen und uns darauf zu fokussieren, was es bedeutet, wenn man vollkommen darüber hinweg ist. Was passiert, wenn man eine Idee durchspielt, mit einer anderen Idee durchspielt oder eine Stimme durch eine andere Stimme modelliert, wenn man die Wörter aus dem Shoppingzentrum nimmt, aus dem Einkaufszentrum nimmt und die auf das Boot anwendet. Und dann habe ich eine Ausstellung gemacht mit den Slogans aus dem Einkaufszentrum und die hier an der Wand aufgehängt. Und es gab auch ein paar Videos von der Feldarbeit in dem Einkaufszentrum. Und wir haben hier auch etwas von dem lokalen Rapper reingemacht und den Katalog des Einkaufszentrums genommen, die Wörter ausgeschnitten, die in einer neuen Art und Weise zusammengeordnet und dann die Gedichte daraus gemacht. Ich werde das jetzt nicht vorstellen, das ist etwas unangebracht hier, es ist aber sehr cool. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas
vielleicht nur für eine Sekunde. Sie hat das, beurteile mich nicht nach meinem T-Shirt, immer weiter jagen, suche dein inneres Tier, die große You're in 24/7/365 luminosity. The lights don't even go out here. Okay. Kann ich gerade nicht übersetzen. Ist viel zu schnell und etwas inkohärent. Es geht irgendwie darum, wie man sein inneres Tier in der Einkaufsmall findet und die Verbindungen zwischen der Natur und dem Einkaufszentrum herstellen kann. Sie sagen, dass die erste Stufe Leugnen ist. Unsterbliche Haut auf Skeletten, hier sehr viele Fakes, wahrscheinlich ein Wal, ein... Boah, zu schnell. Zweite Phase ist Akzeptanz, die Fantasie durch Waffen zu ersetzen. Wir sind Krieger, unfangbar, wir sind frei, mit einem riesigen Barcode auf dem Arm. Angebot und Nachfrage. Und damit hören wir auf. Ihr könnt mehr auf meiner Webseite angucken oder meinem YouTube, wenn ihr wollt. Dieses Verkaufen der Rebellion und das Außen, den Outsider zu verkaufen, ist sehr interessant, finde ich. Das Einhorn als queeres Symbol oder als Outsider-Symbol wird im Kapitalismus verwendet. Und es gab so viele Einhörner in diesem Einkaufszentrum und liebe Einhörner und so weiter. Und ich bin jetzt darüber hinweg. Ich habe so viele davon gesehen. Und ich habe auch andere Sachen im Detail angeguckt. Zum Beispiel habe ich ein paar Radioprogramme gemacht, wo ich analysiere und überanalysiere den künstliche Intelligenz und die man kann den leider hier nicht aufrufen. Das geht nur im Vereinigten Königreich. Und diesen Argos-Katalog, der ein Shopping-Katalog ist und einfach durch den Whole Earth-Katalog lesen, das ein 60er Gegenkultur-Katalog ist und in den Callcenter-Episode habe ich durch religiöse Bilder gelesen und irgendwelche verrückten Verbindungen zwischen und eigentlich nicht zusammenhängenden Sachen gestellt. Dann noch diese Firma, die einfach Sachen von Häusern aus Toten, von Häusern nimmt, deren Besitzer gestorben sind und die nehmen einfach alles und verkaufen das. Und ich habe das sehr gemerkt. Es gibt ja diesen Locher. Es war unbezahlbar, als Bob am Leben war und niemand es außer ihm anfassen durfte und jetzt ist er tot und man kann es hier einfach kaufen und es ist fast nichts wert, vielleicht 50 Cent. Als wir es festgestellt haben, dass es Bob Marleys war, dann ist der Preis auf einmal exponentiell angestiegen und der Preis dieser Dinge ist andauernd hin und her gewechselt, abhängig davon, wer vorbeigekommen ist und wenn es regnet, wurden die Regenschirme auf einmal ganz teuer. Okay, ich muss noch schneller werden. Ich rede manchmal über diese Dinge, die wir gerade erst gefunden haben und versuche, die zu analysieren und die auch zu verwenden, um meine eigene Subjektivität auszuschütten und jemand anderes zu werden. Das ist etwas sehr Schönes, darüber durch diese Verkäufe zu gehen. Man kann wirklich seine Gestalt ändern und deren Familienfotos angucken und das Pamphlet der Verteidigung, der Beerdigung anzulesen. Es wirkt sehr unangebracht, diese andere Identität anzunehmen.
In dieser Art und Weise wird vielleicht der Besitz von Identität im Digitalen immer sehr wichtig, aber auf diesem Markt gibt es keine ethischen Grundlagen, keine ethischen Gesetze. Alles aus diesen Häusern ist da und kann irgendjemand anderem gehören. Einige meiner Studenten hatten eine Dose mit menschlichen Teilen, die sie irgendwo gekauft haben. Also ich empfehle das, es ist besser als das Einkaufszentrum. Es gibt noch ein anderes Video, was ihr auf meiner Website sehen könnt, wie ich durch das Einkaufszentrum gehe. Ich werde euch das nicht zeigen. Ich habe gerade gehört, dass einige Fische ihr Geschlecht ändern. Das könnte man vielleicht untersuchen. Ich wollte nur schnell noch sagen, dass ich habe diese 1-Stunden-Urlaube genommen, wo eine Gruppe von Menschen in einer Stunde zu einem fiktionalen Urlaub gehen und versuchen, Momente von Zusammenhalt zu erzeugen. Also fiktionale soziale Situationen können ausgespielt werden, ausgelebt werden. Und es gibt dieses Projekt hier, wo ich zu Fremden gegangen bin und zusammen mit denen aufgeräumt habe und dann geplant haben, wie man, während dieser 1 Stunde haben wir geplant, wie wir den Rest unseres Lebens zusammenspielen. Und das hier ist eine Version dessen, wo 2 Fremde zusammenarbeiten konnten und die haben die Socken sortiert und während der 1 Stunde dann den Rest ihres Lebens geplant. Das ist einfach, weil wenn man aufräumt, hat man irgendwas zu tun und es kann aber sehr gefährlich sein, weil man nicht weiß, wer der andere ist, aber ich habe dann diese Dinge bekommen von einem Kunstmuseum und nachdem die Fragebögen ausgefüllt haben, habe ich Dinge bekommen, die den Personen gefallen könnten und habe sie dann da aufgestellt. Ich werde damit schließen, euch kurz darüber zu erzählen, dass dunkler Tourismus ist die Art und Weise, wo Leute zu Orten gehen, wo etwas Böses passiert und Loch Ness macht damit Millionen. Und wir sind zu diesem Hastings gegangen, wo der Gemeinschaft gesagt hat, dass sie ein Monster brauchen, um Leute anzulocken. Und die erste Sache, die man machen muss, ist eine Fragebogen ausgeben, um herauszufinden, welches Monster die Leute haben will. Und das hier sind Bilder davon, wie ein Mensch im Seemonsterkostüm die Fragebögen ausgegeben hat, um herauszufinden, welche Seemonster die Leute sehen wollen. Und am Ende gab es diese Zeremonie, wo die Beschreibungen der Seemonster gesungen wurden mit ein paar Freunden mit Instrumenten und wir waren oben auf dieser Toilette drauf und wir waren uns nicht sicher, ob wir irgendjemand angezogen haben, aber ich mag immer noch den Stil dieser Situation. Das ist das, was ich euch erzählen wollte, aber ihr könnt mehr auf meiner Website sehen, das ist eine Art und Weise von Hacking, aber ich habe keine Ahnung, wie mein Computer verwendet. Also wenn irgendjemand mit mir zusammenarbeiten will, dann kontaktiert mich bitte. So, jetzt, bevor wir zum Q&A kommen, noch ganz kurz. Das war den mächtigen Fiktionen erzählen. Und ihr könnt uns gerne Feedback geben über Twitter unter dem Hashtag C3T oder durch das Mailen an hello@c3lingo.org. Und jetzt kommt das Q&A. Mic number one, please. Hello. I'm personally also working with. Ich arbeite auch mit Hacking von kommerziellen Räumen und ich würde mich da interessieren, wie du mit den Leuten interagierst. Do you keep in that artistic role? Bleibst du in dieser artistischen Rolle oder sagst du den Leuten, dass du Künstlerin bist und was machst du mit Leuten, die auf dich zukommen und erklärst du denen dann, was du machst? Ja, die meiste Zeit
erscheine ich nicht als Künstlerin. Und selbst ich stelle in Frage, wie nützlich das ist, weil es so viele andere Dinge sein könnte. Aber ich denke, wenn Leute wirklich fragen, was ich mache, dann sage ich manchmal, ja, ich bin Künstlerin, weil ich denke, dass es auch so schon unklar ist und nicht bedrohlich, damit Leute einen reinlassen oder sich öffnen, weil da doch eine Menge Respekt für Künstler ist. Aber ich denke, dass Leute, die nicht von einem Kunsthintergrund kommen, die denken jetzt nicht, dass ein Künstler überlegen ist, sondern sie denken eher, ja, so ein ungewöhnlicher, vielleicht leicht verrückter Charakter. Und das ist jetzt einfach so, dass die jetzt nicht komplett sich verschließen, wenn ein Künstler etwas leicht Komisches macht. Das ist mehr eine Einladung zu spielen. Das ist jetzt, ja, es ist jetzt nichts, was ich direkt Leuten erzähle. Ich sage denen jetzt nicht, dass ich eine Künstlerin bin, außer es ist direkt nötig. Ich lasse es lieber ein bisschen offen, was es jetzt genau ist. Aber jetzt im Zug zum Beispiel, da wussten die Leute nicht, was es war. Und das war wirklich sehr spannungsgeladen, weil es eine eher arme Gegend ist. Und da sind sehr viele Leute direkt mit offenem Bier durchgelaufen. Und die Leute dachten dann, dass ich Geld will. Entweder für mich oder für irgendeine Wohltätigkeit. Und das hat sich dann stellenweise gefährlich oder auch seltsam angefühlt. Und in der Situation war es dann komisch. Aber im Allgemeinen ist es mehr so, dass ein Künstler sein oder eine Künstlerin sein eher Türen öffnet. Weil man dann doch eine leicht Außenseiterposition hat, außer man ist irgendwie ein bisschen Arschloch oder versucht autoritär zu sein. Aber einfach nur so ein Idiot oder ein Außenseiter zu sein, das ist eigentlich ziemlich großartig. Das kann sehr schön sein und ja. Wir haben fast keine Zeit mehr, also nur eine kurze Frage. Okay, ich habe dich gerade erst getroffen und ich liebe deine Arbeit. Das ist ein gutes Ende für diesen Tag. Bitte dank Louise Eschcott für ihren wunderschönen Tag. Wenn irgendjemand was machen will, ich fühle mich sehr isoliert als Künstlerin. Ich denke, Tech-Kultur hat viel mehr Zusammenarbeit. Und ich denke, die Kunstwelt braucht das wirklich und hat das nicht wirklich. Also kontaktiert mich einfach, auch wenn ihr mir nur Ideen zeigen wollt und Feedback haben wollt. Thank you.